Das heißt also, Bottas ist vorne. Und da war Hamilton, da sieht man mal, wie weit der vorne war. Der konnte den Reifen wechseln und ist trotzdem vorne rausgekommen. Und dürfte mit den neuen Reifen jetzt auch locker wenn wir wegziehen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Runden fahren. Hoppala. Das geht auch noch ohne Probleme. Wie gesagt, zum Ende dann die besseren Reifen haben. Vielleicht hilft mir das. Auf jeden Fall insofern ganz angenehm, da kann ich mal ein bisschen gucken, wie Hamilton fährt. Vielleicht kann ich an der Linie mal irgendwas abgucken. Wobei ich das mal sogar okay, eben nicht wirklich glaube. Ah, da sind die nächsten. Jetzt waren alle an der Box vor mir. Aber ich kann vom Tempo so mithalten mit Hamilton, so finde ich das für mich okay. Weil die Reifen sehen ja auch noch gut aus. Sind wir jetzt 50, ja, es geht noch ein paar Runden. Der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Behalte deinen Vorsprung bei, wenn du kannst. Ja, der Wagen hinter mir ist auch wieder Bottas, also. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ich da den Vorsprung halten kann, aber im Moment bin ich zufrieden, wie ich mit Hamilton mehr oder weniger mithalten konnte. Wobei ich jetzt doch völlig verloren habe. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Sieht nicht so aus, als ob er sich bald verzieht. Sieht gut aus. Tatsächlich auch im Verhältnis zu meiner schnellsten Zeit ein positiver Wert. Aber ich bin die Kurven auch sauber gefahren. Ich glaube, jetzt habe ich den Dings da mitgenommen. Diesen Pfeiler.
So. Was sagt der Reifen? 55. Also ich würde sagen, bis 60% kann man sie fahren und dann habe ich einen gewissen Vorteil. Mal gucken, ob es sich gelohnt hat dann. Aber ich war auf jeden Fall von den Zeiten, war ich noch. Ne? Mittlerweile hat zwar Hamilton sich ganz schön entfernen können. Aber das wäre für mich absolut in Ordnung. Ich sehe ihn ja zumindest immer noch. Allerdings sehe ich auch, dass Bottas hinter mir deutlich näher kommt. Oh, da habe ich mich verbremst. Das hat mich jetzt richtig Zeit gekostet. Hoppala. Also trotzdem eine Runde fahre ich, ne? Zeit, schade, ist da ein bisschen Zeit verloren, ne? Aber ich glaube, es ist trotzdem die richtige Entscheidung. Der Raikön legt eine schnellste Runde nach der anderen, ne? Man wird das schon sehr, sehr nahe kommen. Ich bremse im Moment hier sehr spät, warum auch immer. Ich würde sagen, gehe ich jetzt in die Box. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Vielleicht liegt es ja wirklich daran. Nein! Durchfahrtsstrafe! Nein! Okay, für zu schnelles Fahren in der Boxengasse hat die Rennleitung dir eine Durchfahrtsstrafe verpasst. Nein! Damit habe ich mir das ganze Rennen versaut. Das darf doch nicht wahr sein. Fertig, los jetzt! Ich wollte ein bisschen Zeit rausholen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Oh, jetzt habe ich mir das echt versaut dadurch. Das darf doch nicht wahr sein. Damit habe ich auch die Punkte weggeworfen, vermutlich. Ach, das ist jetzt so ärgerlich. Mal den Unterschied zu den neuen Reifen zum alten. Das geht viel besser.
Ja, ist ja wieder abgelenkt durch dieses, durch die Anzeige, verdammt. Aber gut, bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Muss ich jetzt machen. Ja, so eine Scheiße. Der kommt da. Ne, ist gerade vorbei. Perez kommt da gerade. Ja, jetzt kommt Stroll noch. Ach Mensch. Da hinten kommt auch Vettel schon. Ist gerade schließlich schnell zur Runde gefahren. So was Blödes, ey, war ich so weit vorne. Hab mir sogar noch die Strategie zurechtgelegt, dann mache ich das kaputt, weil ich noch 10 Sekunden rausholen will an der Box. Boah, da kann ich mich so drüber aufregen. Weil ich mal bis hierhin auf einer Strecke, die ich wirklich nicht mag, mit der ich so Probleme hatte, jetzt das ganze Wochenende hier. Mich so zusammengerissen habe, okay, echt gekämpft habe. Und dann sowas. Sehen wir da hinten, aber das hilft mir nicht. Da so weit komme ich wahrscheinlich nicht mehr ran. Jetzt muss ich eher gegen Stroll kämpfen, weil der irgendwie schneller ist als ich. Ich vermute, dahinter ist direkt Vettel, der den jetzt überholen wird. Ja, wie sieht es denn hinten aus? Ja, vielleicht ist es auch nicht fertig gewesen. Aber er hätte schon noch vorbei sein müssen. Das war richtig schlecht genommen. Schlecht rausgekommen. Boah, jetzt mache ich aber auch viele, viele Fehler wieder. Jetzt verfalle ich wieder in alte Muster. Okay, Abstand zum Teamkollegen 23,6 Sekunden. Das hat mich schon sehr getroffen, muss ich sagen. Ich knabber gerade immer noch dran. Ich bin zwar noch in einem Punkterrennen, aber. Wenn man schon so weit vorne war, man hat ja gesehen, wo ich wieder rausgekommen bin, dann ist das schon sehr frustrierend. Oh, Vettel ist tatsächlich so weit hinten. Ich dachte, der wäre schon weiter vorne. Okay. Konnte aber auch eigentlich nicht sein, weil Hamilton da vorne war. Ach ja, stimmt ja. Vettel hatte doch den Unfall.
Habe ich ganz vergessen, ja, richtig, da war ja was. Ja, dann muss ich den ja auch nicht vorbeilassen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,3 Sekunden. Schnellste Runden hin oder her, Vettel, du kommst nicht vorbei. Ja, vorbei. Wir werden sehen. Er ist jetzt so nah hinter mir. Auf der Geraden dürfte er mich dann locker einpassieren. Wow. Ja. Trotz Überrunden. Schnellste Runde von Vettel. Paris. Ja, ist der denn jetzt wirklich näher? Er ist schon näher gekommen, aber die letzten Runden meinte ich. Hatte gar nicht mehr so wirklich auf den geachtet. Wie wär's denn mit dem Platztausch? Sieht nicht so aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Der Vettel fährt für Perez weiter und Perez ordnet sich hinter mir ein. Das wäre doch okay. Aber das wird jetzt auch gleich passieren. Zumindest das Reifen, das Vettel nicht überholt. Das wird jetzt passieren. Der Fehler war zu groß und dummerweise. Das war nicht gut. Oh, verdammt. Dummerweise habe ich durch den Fehler auch den Anschluss verloren zu meinem Vordermann. Ja, vielleicht kann Vettel mich noch ein bisschen ranfahren. Er müsste ja eigentlich viel schneller sein. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Nicht bis zu später Bremsen irgendwie reinrutschen. Oh Mann, ja gut, das habe ich dann tatsächlich verloren. Nicht, dass mir das Trollen nochmal so nahe kommt. Also mit Raikön hätte ich schnell so ein. Mann, ich bin so sauber gefahren vorhin, als ich heute vorne war. Oh. Oh, wieder keine Strafe. Irgendwie darf ich da machen, dass ich hier in der Ecke. Aber hilft mir das halt nicht, wenn ich mehr Zeit verliere. Jetzt merkt man übrigens, dass sie wieder, ja, eigentlich schon im Kampf sind, beziehungsweise das Vettel aufgehalten wird und jetzt komme ich plötzlich ran. Das ist so ungefähr, ja, im Prinzip das, was ich mir erhofft hatte.
Sollte in dem Moment zwar eigentlich ein bisschen näher sein, damit ich bei der Überholmanöver direkt mit zuschlagen kann, aber immerhin. Ja, das ist nicht ganz so weit weg. Okay, er hat nicht ganz so schlecht genommen. Sie waren schneller als ich. Aber die Zeit war okay. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 32,6 Sekunden. Sie kämpfen noch, das ist gut für mich. So, der Ölmanöver war auch relativ knapp. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Habe ich mich einfach mal innen reingedrängt. Wie sieht's aus? Plus 0,65. Das habe ich gemeint. Zum Auto vor uns beträgt 0,9 Sekunden. Das mit dem Fettfahren sich vielleicht nicht lohnt, weil ich nicht mehr Rutsche mehr brauche. Das war eine ganz gute Entscheidung. Jetzt mehr. Wenn ich so weiterfahre, werde ich wohl bloß mit das 0 rauskommen. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Runde von mir. Das war für mich eine neue Bestzeit. Leider sind die anderen zu weit weg, um wieder reinzuholen in den restlichen Runden. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Ach nö. Aber Vettel ist irgendwie nicht besonders schnell. Gerade. Hauptsache, ich kann mich von Paris fernhalten. Oh nein, ich hab nein! Kaum sage ich's, ne? Was? Da habe ich eine Verwarnung gekriegt. An der Stelle. Ernsthaft? Oh Mann. Weil. Ich habe zwar rechtzeitig gebremst, aber nicht eingelenkt. Also ich muss also nicht rechtzeitig eingelenkt. Und dann passiert das, was gerade passiert ist. Habe ich ja jetzt schon in den Rennen mehrmals gemacht. Jetzt bin ich mit dem Drift auf die Start und ziehe. Oh Mann. Vor Paris muss ich bleiben. Dieser Drift kostet übrigens auch ganz schön Sprit auf Dauer. Das ist auch so ein Grund, warum ich dachte, ich mache lieber kein fettes Gemisch.
komm schon, es ist nicht mehr weit. 2 plus den Rest von dieser. Oh, das war zwar eben. Aber es zählt wieder. Es ist faszinierend, was angerechnet wird und was nicht. Rutscht denn der jetzt so? So, ab jetzt noch 2 Runden. Also die Reifen sind es nicht, es liegt wirklich nur an mir. Leicht nervös und leicht zittrig in den Pfoten. Merkt schon, dass ich deutlich nochmal nachgelassen habe, was das Einlenken und so angeht. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, reicht doch. Nein, warum lasse ich den denn da rausdrücken? Nicht, dass ich mir das jetzt noch versauere auf der letzten Runde. Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen vor uns. Okay, letzte Runde. Ich habe einen großen Vorsprung. Oder sagen wir mal, einen ausreichenden Vorsprung. Groß ist vielleicht ein bisschen sehr viel. Sekunden sollte ich eigentlich nicht in einer Runde verlieren, wenn ich denn nicht einfach im Gras fahre. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,6 Sekunden. Ein paar Informationen zu Wehrlein. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Okay, der Hamilton ist im Ziel. Nicht so viel missbauen, nicht so viel missbauen. Nur noch ins Ziel kommen. Der Rest ist vollkommen egal. Naja, was heißt vollkommen egal? Natürlich vor meinen Hinterleuten. Da ist das Ziel. Endlich. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke sehr. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeil. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil.
Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Ja, das können sie ruhig tun. Nach dem Rennverlauf, ja gut, ich habe es mir leider selbst zuzuschreiben. Hätte ich aber zumindest ja, noch zwei, drei Plätze weiter vorne sein können. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute war das für mich der Haas-Pilot. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. So, den Sainz sieht man, der ist hinter mir. Also insofern hat sich das schon mal sehr gelohnt. Was hat Sainz da für eine Bestzeit? Oh, die ist auch langsamer. Sehr schön. Aber wenn man das mal so rechnet, nehmen wir mal 20 Sekunden für den Boxenstopp. Hätte ich auf jeden Fall noch vor Alonso, das hätte auf jeden Fall hinhauen können. Van Dorn habe ich ja alles gesehen. Schade. Aber habe ich mir selber zuzuschreiben, muss man so leider attestieren. Wo bin ich denn jetzt mit den Punkten? 14. Naja, immerhin. Auch da bin ich vor Sainz. Ja. Ja, dann können wir bei den Ressourcenpunkten das direkt nochmal sehen. Es war ein Erfolg, ja. Saubere Runden, naja gut, klar. Ich habe eine Strafe, nein, zwei sogar bekommen. Einmal die 10 Sekunden und einmal Verwarnung. Das gilt ja auch als Strafe. Das sind minus 7 Punkte. Okay, das war teuer. Beim Rivalen-Update. Na gut, er war straffrei. Ja gut, dadurch habe ich natürlich jetzt viel aufgeholt, aber naja, er hat schon noch einen gewissen Vorteil mit 5 Punkten. Bleib mindestens 13. unter Ziel Fahrermeisterschaft. Ja, also, boah, das kommt schon noch. Ja, straffreies Wochenende kennen wir ja das Problem. Ne? Ja, und damit ist wie angekündigt keine Verbesserung möglich. Klar, die wäre möglich, aber die will ich nicht. Weil mir bringt das nichts. Übrigens, Manor Racing, das hören wir jetzt erst auf, ist mittlerweile das stärkste Team. Dafür fahren die richtig schlecht. Mehr können wir dazu erstmal nicht sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Und ich habe so eine Befürchtung, ich weiß, welches es ist, aber bis dahin sage ich erstmal, ciao.